Tja, so viel zum Thema Überflug, meine Herren. Folgen Sie mir. Gentlemen, Sie haben sich ja gleich gut eingeführt. Die Untergrenze für diesen Flug betrug 10.000 Fuß. Diese Höhe haben Sie unterschritten. Sie folgten Commander Heatherly, obwohl er sie aus den Augen verloren hatte und den Kampf nicht fortsetzen konnte. Warum? Sir, ich hatte Commander Heatherly vor mir in Sicht. Er sah mich in Abschussposition und stieß plötzlich runter, unter die Mindesthöhe. Wir waren nicht länger als ein paar Sekunden unter 10.000. Ich konnte schießen. Ich sah kein Risiko, also tat ich es. Sie taten es. Und damit verstießen Sie gegen eine Regel des Kampfes. Und dann verstießen Sie gegen eine weitere Vorschrift durch diese Zirkusnummer da draußen. Lieutenant Mitchell, unsere Bestimmungen gelten Ihrer Sicherheit und der Sicherheit sämtlicher Besatzungen. Weder unsere Vorschriften noch ich lassen eine Ausnahme zu. Entweder Sie beachten sie oder Sie waren die längste Zeit hier, ist das klar? Ja, Sir. Wegtreten. Hast du sauber hingekriegt, Mel. Vielen Dank. Oh, warte. Das steht jetzt natürlich in meinen Papieren. Das ist das Ende einer wunderbaren Pilotenlaufbahn. Die nehme ich doch jetzt nicht mal mehr als Pförtner. Steht alles in seiner Personalakte. Er ist eine Wildsau. Fliegt aus Gefühl und Instinkt. Völlig unberechenbar. Er hat sie erwischt, nicht? Ja. Maverick. Ich bin mit seinem Vater geflogen. Sagen Sie mir ernst, Chester. Würden Sie im Ernstfall mit ihm fliegen wollen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Noch wach? Ja. Was gibt's? Ich kann nicht schlafen. Als ich begriffen hatte, dass wir nach Top Gun gehen, hatte ich nur einen Gedanken. Hoffentlich kriegen wir diese Trophäe. Heute hoffe ich eigentlich bloß noch, dass wir die Sache mit Anstand bestehen. Ich muss an meine Familie denken. Ich kann das hier nicht vermasseln. Ich schätze, die Sache mit dem Tower war nicht die stärkste Idee, hä? Hör mal, ich weiß, dass es hart für dich ist. Die wollten dich nicht auf die Akademie lassen, weil du Duke Mitchells Sohn bist. Und es ist jedes Mal so, wenn du nach oben gehst, als ob du gegen einen Geist anfliegst. Klar, da kann man schon mal ausflippen. Du bist meine Familie. Ich werde dich nicht enttäuschen, das verspreche ich. Zischer.